Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Als ich das Interview mit Ihnen angekündigt habe und auch Freunden davon erzählt habe, also zu keiner anderen Sendung habe ich mehr Fragen mitbekommen für Sie wie zu 7 Tage, 7 Köpfe. Was sich ganz, ganz viele erstmal immer gefragt haben und ich mich eigentlich auch, gab es irgendwas Spontanes da? Soweit ich weiß, gab es Sitzungen, wo jeder so das mitbringt. So gibt was? Es auch einen Autoren-Backup, die notfalls was mit einspielen? Ja, gab es schon. Es gab, Wie ist diese Sendung entstanden? Das ist ja eine lange Geschichte. Es ist witzigerweise, dass ich heute mit dem Erfinder dieser Sendung gesprochen habe, Marc Conrad. Heute? Heute am Tag, kurz vor. Okay, sehr gut. Witzigerweise, ja. Er hatte eine andere Idee, die er mit mir besprochen hat. Mhm. Und wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns immer gefreut. Und Marc Conrad, das sage ich hier wieder mal in aller Öffentlichkeit, nicht Rudi Carrell, Marc Conrad hat 7 Tage, 7 Köpfe ins Leben gerufen. Und das nach langer, langer Vorbereitung, das war mal eine Hörfunksendung, das kommt ursprünglich aus Frankreich, heißt ZDET, Marc ist Luxemburger, kannte das also. Ach so, okay. Ja, das war also, so entwickeln sich aber gute Formate. Das ist nicht irgendwie aus einem genialen Kopf, wacht einer morgens auf und sagt, ich hab's, das ist das Ei des Kolumbus. Nein, so ist es nicht. Es entsteht, es ist Handwerk. Mhm. Da kommt der eine und sagt das und so fort. Und dann kam auch die Geschichte, das Panel, ja, wie macht man das mit dem Panel? Da sitzen die da alle im Hintergrund und dann sagt der Marc, ja, aber hinter euch sitzt auch eine Kamera. Da wollte Rudi das schon gar nicht mehr machen, weil Rudi hat in seinem ganzen Leben nie Text gelernt. Der hat immer vom Monitor abgeguckt. Und da kriegte der plötzlich, da war der nur Mitglied im Panel, da war der noch gar nicht Produzent und so weiter, als Panel kommt. Und da hat gesagt, das geht nicht, das funktioniert noch nicht. So, Leute wollen Kamera, wollen die nicht sehen. Rudi hatte ja seine ganz festen Vorstellungen, wie eine Show aussieht. Und anfangs war es eine politische Talkshow, eine humoristisch-politische Talkshow, die Begriffe klärte, die irgendeinen politischen Journalisten da hatte. Wir hatten Nowotny da, wir hatten Gysi da, wir hatten den FDP-Fraktionsvorsitzenden da, alle möglichen Leute haben wir da gehabt. Und dann, als Rudi dann mehr und mehr die Produktion übernahm, versuchte er, weil er schon richtig gesehen hat, daraus eine Comedy-Show zu machen. Er hat gesagt, das ist eine Late-Night-Show, das Comedy-Leute wollen um die Zeit lachen. Mhm. Und hat er das so langsam aber sicher rübergezogen. Und damit wurde es auch mehr und mehr geskriptet. Ja, natürlich. Also man hatte um 15 Uhr festgelegt, was man um 1 Uhr vorgelegt bekommen hatte. Um 15 Uhr wurde das aber bis dahin in der Redaktionskonferenz aussortiert und dann hatte man von 15 Uhr bis 17.15 Uhr Zeit, das auswendig zu lernen, was man nun nachher sagen würde. Mhm. Und dadurch kamen natürlich diese Zettel. Ja. Ohne geht's wahrscheinlich auch tatsächlich nicht. Ne? Ja. Doch, es wäre gegangen. Ich bin dann mit diesem Reformvorschlag leider nicht durchgekommen. Als es sich so verfestigt hatte, und das hatte es nach einer Weile, jeder hatte so seinen eigenen Bauernhof, der unbedingt wieder. Ja, Kalle hatte irgendeinen Vetter wieder, Tante Fienchen oder Oma Fienchen war bei Gabi dran, dann hatte sich Rudi und Mike, also es hatte sich, es haben richtig Erbhöfe gebildet. Und dann wusste man schon, das ist wieder zu lang und das ist wieder, und da geht eben auch der Einfall aus. Es wurde dann nicht mehr dieses Team. Man hätte da radikal machen müssen, es ist nicht leicht, aber es hätte man machen können, Headline, Thema, und alle eine gute Antwort und Übergang. Und dann entstehen auch leichter Spontanitäten, weil dann sich so ein Teppich an Humor gebildet hat. Dann kann auch mal ein Satz fallen, der vielleicht gesiebt, betrachtet unter der Lupe gar nicht so toll ist. Aber aus der Stimmung heraus. Ja. Sie leben ja abends am Theater. Dann sagst du, macht irgendeiner besonderen Klatsch da, besonders im Publikum, bei einer Pointe, die für dich eigentlich keine ist. Und dann hat die Pointe gesagt, kennt ihr euch schon länger? Ja, viel dynamischer. Und das ist gar nicht lustig.
wenn ich es jetzt erzähle. Aber aus dem Moment heraus ist es lustig. Und darauf hat man verzichtet. Mhm. Und das lag ein bisschen an Rudi, weil Rudi so ein Perfektionist war. Rudi wollte alles vorher gehört haben. Habe ich schon oft gehört, auch schon früher bei seinen Shows immer. Ne? Alles. Er sagte, es gibt gute Komiker, dürfen immer noch was im Köcher haben. Also noch etwas, dürfen nicht alles verraten, müssen dann damit rauskommen. Aber es darf nicht plötzlich ein neues Thema dadurch entstehen oder eine neue Baustelle. Es muss dann passen. Ja. Und da hat er Wert drauf gelegt. Er hat auch mal gesagt, um etwas aus dem Ärmel zu schütteln, muss man da vorher was reingelegt haben. Ja, das ist natürlich schön. Das sind ja so Sprüche, die können Sie natürlich, ja, das ist ja schon richtig, aber es ist ja was drin. Wenn du so lange was machst, hast du immer ein bisschen was im Ärmel. Das glaube ich nämlich auch. Und das haben sich auch wirklich immer viele gefragt, weil es war offensichtlich, dass jeder einen Zettel da hat. Also jeder Zuschauer hat auch damals schon erkannt, das wird so Stück für Stück alles durchgegangen. Ja, ich war der Einzige, der das nicht gemacht hat, weil ich immer meine Texte selber geschrieben, also waren sie auch leichter zu lernen. Ah, okay. Und ich durfte nicht runtergucken. Ich wusste ganz genau, wenn du im Fernsehen in die Kamera guckst, gucke ich jetzt mal, und ich gucke runter, bin ich weg. Ja. Ja, das ist, bist gelöscht. Wenn du aber reinguckst, bist du da. Also wenn du mit den Leuten sprichst, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema, das ist, eine Straßenbahn fährt plötzlich in der Hallig Hooge, wie ist das möglich? Da darfst du nicht bei Hallig Hooge runtergucken. Ja, das wäre schlecht, ja. 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 Meinen Sie denn, die hätten das auch alle gekonnt? Ich meine, da saßen ja alles die Hochkaräter der damaligen Comedy-Szene. Nageln Sie mich nicht fest. Haben Leute fabelhaft gemacht, es konnten Leute gar nicht. Mhm. Und wie heißt es immer, man spricht nie über die Negativen, aber es ist erlaubt, über das Positive zu sprechen. Ja, genau, das ist eine gute Alternative. Ja, Bernd Stelter machte das hervorragend. Auch wenn er gerade das Beispiel, wo er da gehangen hat. Genau, was wir gerade gesehen haben. Das ist genau das Beispiel, dass er eben nicht auf den Zettel geguckt hat. Stimmt. Da kann es natürlich passieren, dass es dir fehlt, weil du irgendwas vorher quer denkst. Aber das, ansonsten war Bernd immer der Spontane, immer der mit dem Kopf auch ein bisschen vor, auch so ein bisschen vorgeneigt, weil er es drauf hat. Er ist immer ganz schnell drauf. Ein anderer war Oliver Welke, der das konnte. Das lag auch daran, weil Oliver sich seine Gags alle selber schrieb. Und Oliver war aber in unserem Format vom Publikum gar nicht so akzeptiert, merkwürdigerweise. Ja. So, dass auch hinter der Sendung stehende Leute sagten, ja, vielleicht sollte der nur schreiben, vielleicht sollte er gar nicht auftreten. Ich fand das aber nicht richtig. Ich habe damals schon gewusst, dass der gerade mit diesem Nicht-Fernsehgesicht eine Chance hat. Und oder lag das nur daran, dass er als Nachfolger für Rudi Carrell. Ja, natürlich, das war natürlich auch für ihn nicht leicht. Ja. Aber der hat so tolle Beiträge, manchmal die ganze Sendung beeinflusst, thematisch auch. Er hatte das, was er jetzt macht, das konnte er da schon gut üben. Und das hatte er, und was er bei uns gemacht hat, hat er schon geübt beim Hörfunk. Das war eigentlich... Der hat so Morgensendungen gemacht. Da musst du spontan sein. Ja? Da passiert irgendwas, hast du auf dem Ticker und da musst du drüber reden und dann hast du Kalkofer als Partner und dann wird da schon was einfallen. Und das war trainiert, das ist großartig. Und das kommt heute, kommt das zum Tragen. Und das finde ich fabelhaft. Selten jemand eine Karriere so gegönnt wie Oliver. Und dann hat man auch die Möglichkeit, tatsächlich zu reagieren, ohne dass abgebrochen werden muss. Dann kann man das Ganze so ein bisschen in einen besseren Lauf bringen. Oder wenn man nicht jedes Wort für Wort sagt. Ja, natürlich. Ja, die Schwierigkeit war auch dann die, dass es natürlich Werbepausen gab. Und du musstest für die Werbepause musstest einen Stopp machen. Das konntest du nicht per Schnitt erreichen. Und die Werbepausen musste ich musste da so einen Abbinder finden. Ja. Das war meine schönste Zeit, als der Sender mir das überließ, dass ich jedes Mal ein Thema angesprochen habe, irgendwas, was ich mir ausgedacht hatte, was aber mit Werbung zu tun hatte. Also jetzt, wir kommen jetzt zu einem Beitrag von einer unglaublichen Kameraeinstellung. Das hat es vorher nicht gegeben, das gibt es eben nur in der Werbung. Und solche Sachen. Das ist toll, ja. Ja, das war toll, ich habe es gerne gemacht und dann hieß es plötzlich nein, das möchten wir nicht. Warum? Das hat mir, beim RTL, das erfahre ich jetzt auch wieder, nachdem nicht tot zu kriegen ist, erfahren Sie nie ein Warum.
Das ist halt so. Trotzdem, ich meine, ich habe diesen Sender geliebt und die waren auch immer sehr nett zu mir und haben mich auch sehr gut bezahlt, sonst könnte ich hier nicht so locker sitzen. aber das Warum erklären sie dir nicht. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich weiß es nicht. Ja, manchmal hängt das ja auch mit Wechsel der Entscheidungsträger zusammen. Ja, natürlich. Und so weiter. Sie wollen, natürlich, es ist auch immer eine Teamentscheidung. Ja. Und einer hat es sagen und der dann sagt es dann und er formuliert es dann. Und dann kann es auch nicht sagen, Herr Hoffmann hat gesagt, das stimmt ja dann auch nicht so ganz. Also das verstehe ich ja alles, nur ein Warum erfährst du eben nicht. Schluss aus. Sie haben eben gesagt, Sie haben sich untereinander eigentlich immer alle gut verstanden. Ja. Trotzdem ging lange durch die Medien, dass Karl Dall und Rudi Carrell sich nicht gemocht haben und der später deswegen nicht mehr dabei war. War das so? Also gut, es war so. Es war einfach aus folgendem Grund so, ich muss das hier ausmachen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich ja mein Handy gar nicht ausgemacht habe. Ach, das macht nichts. Ich hatte es schon mal klingeln gehabt hier. Ja? Ich glaube bei Maria Schumann, glaube ich. Ja, dann habt ihr, das ist ja schön, einen ganzen Auftrag gegeben. Meins hat geklingelt, das war eigentlich noch schlimmer. Ach so, ja, das geht natürlich nicht. Moment. Jetzt habe ich das gleich erledigt. So. Flugmodus reicht auch. Ja, den suche ich hier gerade. Wo habe ich den Mano? Ja, gut. Hat das die ganze Zeit vibriert? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, aber ich. Ja. Karl Dall, dürfen Sie da was zu sagen? Ich sage einfach was dazu, weil ich habe es ja erlebt. Karl war, was Lernen angeht, auch nicht so fleißig. Zuverlässig. Ja. Nein, nicht so zuverlässig. Karl sagte immer was in etwa. Und das konnte Rudi nicht haben. Und Rudi und Karl hatten eine Art Sketch-Gemeinschaft aufgebaut so mit der Zeit. Weil, und der Karl hatte eigentlich die Pointe. Also sie mussten sich auch... Das musste stimmen. Das muss ja, das Wort. Ich weiß, es gab eine ganz bestimmte Pointe, an der sie sich geschieden haben. Das war, also in etwa kriege ich das zusammen. Ja, ich zähle immer Schäfchen, wenn ich schlafe. Mhm. Und meistens komme ich bis 3 und dann schlafe ich schon. Und dann sollte Karl Dall sagen, ja, bei mir hat es bis 3:30 gedauert. So. Das war die Pointe, ja, so in etwa. Mhm. Und dann kam es dazu und dann sagte Karl, also, bei 3, nee, ich bin erst 5 eingeschlafen oder so. Also Rudi war wahnsinnig, aber die Pointe war weg. Rudi, für Rudi. Todesstrafe, das ist ein Ausdruck, den ich von Rudi kenne, wenn einer eine Pointe vermasselt. Todesstrafe? Pointe, ja, Todesstrafe. Okay, das war's. Das war's. Das darf nicht sein. Mhm. Also die Pointe ist Gold wert. Und er hat ja recht damit, wenn man mit so viel Pointen zu tun hat, wie ich in meinem Leben geschriebenen, selbstgemachten, entstandenen. Und dann muss man einfach die in Watte packen und jeden Abend ganz kurz vorher das Gehäuse aufmachen, die Watte weg und da ist sie. Und wenn man das nicht macht, dann ist sie weg. Und wenn die weg ist, das trifft dich wie ein physischer Schmerz. Also, und der Rudi hat das eine Weile mitgemacht. Und dann kam es zu einer... Karl war eben, das ist eben ein physischer Komiker auch. Mhm. Und mit dem Auge und dem Gesicht. Ja, richtig. Es wurde ihm nie angelastet, dann macht er immer noch irgendwas hinterher und dann hat das Publikum gelacht und für ihn war die Sache erledigt. Mhm. Rudi hasste das aber. Und irgendwann war Karl wieder was geredet und es kam nicht der Satz, auf den Rudi die Band hat und das hat er hingetreten. Ja. Und darauf sagte Karl, der tritt mich! Und das war der größte Verrat. Ne? Das hat Rudi nicht ausgehalten. Dann hat er gesagt, Karl kann ich mehr nicht. Okay. Und dann hat Karl dann nochmal auf. Hat er da Verständnis für gehabt oder ist das einfach eine andere Auffassung von? Andere Auffassung. Ja. Eine grundsätzlich andere Auffassung. Die waren befreundet, solange sie nicht miteinander gearbeitet haben. Rudi fand Karl wahnsinnig komisch als Betrachter. Mhm. Karl fand Rudi wahnsinnig toll, aber eben als Showmaster, ein Ausdruck von Rudi, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, ja. Und
Aber in der Zusammenarbeit ist es eben so, Hering ist gut, Schlagsahne ist gut, wie gut muss Hering mit Schlagsahne sein? Das stimmt. Geht nicht immer. Das muss man dann auch einfach akzeptieren. Ja, man kann nicht einfach so wie in einem Pfannkuchen 5 rohe Eier, also 5 verschiedene Komiker und denken, dann noch ein Ei dazu und es ist besser. Es geht nicht. Mhm. Es muss im Geschmack stimmen, es muss im Humor stimmen und es muss auch im Kontrast stimmen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.